Lialo, heute mal wieder ein Programm-Tipp. Und was habe ich gefunden? Hier unter Linux Mint Version 17. Kiana. Habe ich gesehen, gibt es ein schönes Programm. Gibt es natürlich auch unter Ubuntu. Das heißt DWD. Ne? Was ist da denn jetzt? Ja, gut. Wer jetzt zum Beispiel im Auto einen DVD-Player hat, ne? Beispielsweise. Oder daheim. DVD, suchen wir gerade mal. Der, ne? Der möchte vielleicht mal Musikvideos, wie zum Beispiel von YouTube, auf eine DVD packen, ne? DVD, so wie man spricht halt, wird das geschrieben. Habe ich schon installiert und dieses Musikvideo schön im Auto gepflegt angucken. Ja, wie gesagt, dann bei der Fahrt, wie es genau aufpasse, nicht, dass er den Verkehr vergisst. Aber wäre doch ganz nett, ne? Im Auto DVD, also nicht nur Musik, sondern das Musikvideo. Ne? Habe ich schon installiert. Das bräuchten wir. Außerdem erstellt DVD eine ISO-Datei. Zum Brennen dieser installieren wir K3B. Das ist ein Brennprogramm. Oder ihr nehmt halt ein anderes Brennprogramm. Gegebenenfalls auch die Extra-Codecs mit installieren, ja. K3B, ein schönes Brennprogramm, mit dem wir dann die erstellte ISO-Datei, die DVD, uns macht, auf die DVD tatsächlich draufkriegen. Gegebenenfalls, wie gesagt, die Extra-Codecs auch noch. Gut, wie kommen wir überhaupt mal an so ein Video dran? Ja, gut. Jetzt bräuchten wir zum Beispiel ein Video von YouTube. YouTube, gehen wir mal auf meinen YouTube-Kanal. So. Habe ich kopiert. Wir bräuchten noch ein Programm zum Runterladen. Ne? Es gibt verschiedene Runterladenmöglichkeiten, aber ich empfehle sudo Leerzeichen apt-get install youtube-dl sudo apt-get Leerzeichen install Leerzeichen youtube-dl. Mit dem Programm youtube-dl kann man was runterladen. Dafür brauchen wir halt die URL. YouTube-DL-T, damit der Titel hinter dem Dateinamen erscheint, minus Format, best und dann einfach die URL, die wir gerade kopiert haben, hier im Beispiel von meinem Video, dann eingeben und Feuer. Na, dann wird das runtergeladen und das wird da runtergeladen, wo wir gerade waren mit dem Terminal, nämlich im obersten Verzeichnis. Gut, haben wir das dann runtergeladen? Können wir das hinterher brennen? Ja, beziehungsweise erstmal müssen wir eine Video-DVD erstellen. So, haben wir da ls. So, und schon habe ich die MP4-Datei hier drin. Sehen wir, also die hätten wir schon mal. Gut, jetzt soll das Ding auf eine DVD drauf. Dafür brauchen wir DVD und finden wir hier unter Multimedia und DVD. Gut. So, Disktyp Auswahl. Video-DVD in dem Fall. Video-DVD. Gut. Hier sehen wir Titel 1. Titel 1 ist hinterher die Überschrift, die wir sehen, ne, wenn wir die DVD einlegen in unser Gerät. Sagen wir zum Beispiel mal Armin. So, das wäre jetzt ein Video zu Armin. Jetzt kann ich noch einen weiteren Titel hinzufügen. Ja, und der hat auch wieder Eigenschaften, den nenne ich mal Van Huren oder so. Ja, zum Beispiel, ne? Falls ihr mal andere Videos runterladet. Ist ja nicht so, dass es... Also, gut. Jedenfalls hättet ihr im Titel diese beiden Einträge Menüvorschau. So sieht das dann zum Beispiel auch. So, und Menüeigenschaften, da kann man noch eine Überschrift vergeben. Das ist meine DVD. So zum Beispiel könnte es aussehen. Ein Titel, Schriftgröße könnt ihr noch einstellen. Menüvorschau, ne, steht dann oben drüber. Das ist meine DVD. Und hätte zwei Einträge. Ne, unter diesen zwei Einträgen könnt ihr wieder Unterkapitel machen, indem ihr ganz einfach eine Datei auswählt. Hier zum Beispiel das. Öffnen. Und okay. Ne. Da könnt ihr jetzt noch mehrere Videos hinzufügen. Warum das jetzt Armin heißt, ist ganz egal. Gut. Erweiterte Optionen könnt ihr euch noch
nur MPEG erzeugen, nur eine Struktur erzeugen. Aber wir lassen das alles so, wie ist, gegebenenfalls noch auf Disk-Speicher abgleichen. Gut, wie gesagt, in die Ordner gehören dann die Videos rein, die ihr hintereinander wegspielen wollt. So, leere Titel, ja. Ja, klar, das Ding Van Buren ist leer. Non, ja, gut, standardmäßig wird ein leerer Ordner angelegt mit dem Unterordner Movie, sind gleich okay. So, und hier sehen wir, existiert bereits, habe ich vorhin schon mal getestet, wird gelöscht, Sicherheitsabfrage, sehr schön. Jetzt wird erzeugt, was erzeugt denn unter Dateien? Sehe ich, dass hier ein Ordner Non angelegt wurde mit Unterordner Movie, und wenn der fertig ist, dann ist da nur noch, also er arbeitet im Moment noch, ist dann nur noch die ISO-Datei drin. Gut, das Arbeiten kann so lange dauern, dass sich der Rechner runterfährt. Es kommt zwar bei DVD am Ende, ne, der Bearbeitung die Möglichkeit direkt zu brennen, aber falls ihr ja aus irgendwelchen Gründen abbrecht oder wie auch immer über Nacht rendern lässt, ne, das ist ja jetzt nur ein einziges Video, dann könnte es sein, dass dieser Hinweis Brennen nicht erscheint, und dann geht er halt einfach in den Ordner Movie, Rechtsklick auf die ISO-Datei und brennt zum Beispiel mit K3B. Wie gesagt, wenn dieser Hinweis hier nicht erscheint bei euch, weil sich der Rechner runtergefahren hat, erscheint Burn nicht. Gut, wir sehen im Unterordner Movie, wie versprochen. Da ist eine ISO-Datei drin, könnt ihr einen Rechtsklick öffnen mit dem Brennprogramm eurer Wahl. Zum Beispiel, ich empfehle K3B. Dann wird das Ding gebrannt und gut ist. Gut, gehen wir nochmal hier hin. Ihr könnt das Projekt auch speichern unter irgendein Namen. Test. So, speichern.dvd ist die Erweiterung zur Rekranne. Ja, ich muss einen Ordner wählen. Speichern. Gut, dann kann ich es auch zumachen. Ja. Dann geht mir nichts verloren. Gut, was ich noch zeigen wollte, was für ein DVD-Format. Ich habe hier zum Beispiel eine DVD Plus R. DVD Plus R, 4,7 GB, 120 Minuten, ideal für Filme und bla bla bla. Könnt natürlich auch eure Abspielgerät am besten zugeordneten DVDs verwenden. Bei mir ging halt die gut. Und ich zeige jetzt mal kurz in meinem Auto, wie das dann in der Praxis aussieht. So, ich bin mal gerade in mein Auto geflitzt. So kann sowas beispielsweise aussehen. Ihr bekommt dann so ein Menü angezeigt auf eurem Autoradio oder halt auf eurem Videoplayer. Wir hatten einmal das Menü genannt Trends DVD, hatten wir auch in der Vorschau gesehen. Und dann habe ich mir zwei Titel angelegt. Der eine heißt Armin und der zweite Titel heißt Van Buren. Gut, das sind die Oberordner. Und darin kann man noch mehrere Kapitel unterbringen beispielsweise. Zum Beispiel in diesem zweiten Titel habe ich mehrere Kapitel drin. Hier sieht man zum Beispiel, das ist das Kapitel 1. Und jetzt sind wir im Kapitel 2. Gut, da spielt sich dann das nächste ab. Sehr schön. Ins Menü kommt man wieder zurück. Je nachdem, wie euer Gerät zu bedienen ist, und kann sich da wieder aussuchen. Titel und Unterchapter. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.